Dieser olle Beckenboden, ich kann ihn einfach nicht fühlen. Sag mal, kannst du mir noch mal erklären, wie man den jetzt überhaupt richtig ansteuert? Ich krieg das nicht hin. In diesem Video zeige ich dir, wie du deinen Beckenboden richtig ansprechen kannst, wie du es hinbekommst, dass du alle Anteile anspannst und wie du dich überhaupt kontrollierst, ob du das Ganze richtig machst. Mein Name ist Maike Droste. Ich bin Physiotherapeutin und Fitness- und Life-Coach für Frauen vor und nach der Geburt. Ich helfe Ihnen, dass Sie eine ganz schöne Schwangerschaft erleben können. Aber vor allen Dingen bin ich jetzt für dich da, damit du dir jetzt nach der Geburt einen ganz tollen Körper aufbaust. Und dann bin ich mir sicher, dass du dein Leben als Mutter richtig genießen kannst. Viel Spaß bei diesem Video. Mir ist es wichtig, dass du jetzt nochmal richtig fühlst, ob du überhaupt den Beckenboden anspannst oder ob du da irgendwas anderes machst. Und deswegen gehen wir das Ganze jetzt mal genauer durch. Im besten Fall sitzt du auf einem harten Untergrund. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Holzhocker, vielleicht hast du einen Holzstuhl. Je weicher das Ganze ist und je schluriger du da hängen kannst, desto schwieriger ist das Ganze jetzt nachzuvollziehen. Hinterher kriegst du das alles hin, egal ob du stehst oder liegst oder ob du Handstand machst. Jetzt geht es ja erstmal darum, um das Ganze zu fühlen. Also wenn du noch einen besseren Sitz hast, dann hol ihn dir noch mal eben, pausier kurz und dann machen wir hier weiter. Ansonsten sitzt du jetzt auf deinem Untergrund, auf deinem Hocker, auf deinem Stuhl und du versuchst mal zu spüren, dass nach unten hin jetzt die sogenannten Sitzhöcker sind. Das heißt, das sind diese Knochen, wenn ein Kind auf deinem Schoß sitzt, die dir so reinbohren hier. Und diese ganzen beiden Punkte probierst du jetzt mal zu fühlen. Genau. Zweite Sache ist, es gibt sogenannte Hilfsmuskeln, die man nutzen kann und auch eben wirklich entspannen kann während der Beckenboden-Anspannphase. Das eine ist die Innenseite der Oberschenkel. Das heißt, diese Muskulatur hilft vor allen Dingen dem vorderen Beckenbodenbereich, sich anzuspannen. Das kennst du, wenn du pullern musst, wenn du pipien musst, würdest du dich niemals so hinsetzen, sondern du drückst die Beine zusammen oder im besten Fall drehst du auch noch alles fünfmal ineinander, damit du deinen Urin noch besser aufhalten kannst. Und dann kannst du dir auch schon vorstellen, was dem hinteren Beckenbodenanteil hilft, nämlich der Hintern. Deswegen heißt er sehr wahrscheinlich auch so. Das heißt, dass die Po-Muskulatur nochmal hilft, den hinteren Beckenboden nochmal zu unterstützen. Aber du kannst dir vorstellen, dass wir natürlich nie von Hilfsmuskeln abhängig sein wollen, sondern wir möchten natürlich mit und ohne Hilfsmuskulatur den Beckenboden anspannen können. Also stell mal deine Füße zusammen, drück die Knie mal doller zusammen, spüre die Spannung an der Innenseite, dass du einfach mal merkst, jetzt sind die Oberschenkelmuskeln innen angespannt. Und wenn du die Knie wieder auseinander nimmst, sind sie locker. Wenn du die Knie zusammennimmst, spannt sich sie an. Und wenn du da wieder auseinander machst, ist sie wieder locker. Genau das gleiche mit dem Po, Füße wieder ein bisschen weiter auseinander. Kneif mal die Pobacken richtig zusammen. Du hast Durchfall und musst dagegen halten. Richtig zusammenkneifen und locker. Pobacken zusammenkneifen. Locker. Das ist die Po-Muskulatur. Und wenn du richtig Durchfall hast, dann nimmt man auch noch die Lendenwirbelsäule dazu, einen anderen Kippwinkel, damit die Po-Muskeln noch besser greifen können. Das kennst du selber. Und so kann man das Ganze noch ein bisschen aufhalten und nochmal eben bis zur nächsten Toilette aushalten. Diese beiden Muskeln, die werden wir natürlich mit beachten. Jetzt ist es erstmal so, dass du natürlich weit vorne auf diesem Hocker sitzen solltest, auf dem Stuhl, damit du eine bessere Haltung hast. Die Füße sind im besten Fall so gestellt, dass das Fußgelenk unterm Knie ist, 90 Grad im Knie und ungefähr 90 Grad auch in der Hüfte. Dann hast du jetzt gerade zum Üben eine optimale Position. Die Sitzknochen, die suchst du wieder, die zeigen jetzt wieder genau nach unten und du merkst ja, wie sie wirklich jetzt auf diesem Hocker sind, auf dem Stuhl sind. Und du bewegst mal dein Becken. Du kippst jetzt dein Becken so, dass du hinter dem Sitzhöcker bist, auf dem Sitzhöcker oder auf den Sitzhöckern und wieder davor. Dahinter, davor, dahinter und davor. Solltest du meine Videos schon ein bisschen kennen,
gebe ich dir jetzt gleich wieder den Tipp, dass du die Korsettmuskelspannung mithältst. Ansonsten, wenn du gerade hier meinen Kanal gefunden hast, du findest das Ganze noch raus. Ich habe so viele geniale Videos für dich, die du dir natürlich auf jeden Fall angucken kannst und auch solltest, damit du eine gute Rückbildung hast, beziehungsweise dass du wirklich die Beckenbodenspannung optimierst, denn diese ist davon abhängig, wie gut dein Korsettmuskel überhaupt ist. Hier geht es jetzt erstmal nur zum Spüren darum, wie sich der Beckenboden anfühlt und wo der überhaupt ist. Genau. Mal seitlich, immer eine Pobacke hochheben, dass du mal merkst, jetzt ist mal der rechte Sitzhocker auf dem Boden und mal der linke. Das ist so ein bisschen so, als würdest du auf einer Zeitung sitzen mit einer Pobacke und der neben dir sagt, ich brauche jetzt mal eben die Zeitung, heb mal die Pobacke hoch. Taille kurz, andere Seite lang. Genau. Okay. Deine Hände mal unter die Sitzhöcker. Dann merkst du das ganz schön doll. Wenn du wirklich jetzt auf einem Holzhocker sitzt, tun dir deine Finger jetzt weh. Dann kannst du, wenn du es gar nicht aushalten kannst, nimmst du sie ein bisschen auseinander, dann bist du sozusagen vor und hinter dem Sitzhöcker. Ansonsten wirklich drauf sitzen, gerade wenn deine Unterlage etwas weicher ist, dann lass die Finger genau darunter. Und jetzt spürst du, wo diese Sitzhöcker sind und du ziehst sie mal zusammen. Das heißt, das ist der erste Anteil vom Beckenboden. Diese Sitzhöcker willst du auch voneinander zubewegen. Und zwar erhöht sich die Spannung dazwischen, weil das sind ja Knochen, die kannst du nicht wirklich bewegen. Und wieder locker lassen. Sitzhöcker aufeinander zubewegen. Also ich konzentriere mich jetzt richtig auf die Spitze, die jetzt die Berührung zum Hocker bzw. zu meinen Fingern hat. Und die will ich jetzt nach innen ziehen. Und auch wenn das nicht funktioniert, es fühlt sich richtig so an, als würde ich die nach innen kippen. Locker. Zusammenziehen. Richtig zusammenziehen. Und locker. Genau. Und locker. Wieder ein bisschen Blut in die Finger lassen. Wenn du zwischendurch das Gefühl hast, ich finde diesen Anteil nicht mehr, mach das ruhig immer mal wieder mit diesen Fingern, weil es ist einfach leichter für dein Gehirn, sowas umzusetzen, wenn noch ein zweiter Kontaktpunkt da ist, wie jetzt zum Beispiel deine Finger. Der zweite Anteil geht von vorne vom Schambein bis hinten zum Steißbein. Steißbein kennst du vielleicht, wenn du mal richtig hingefallen bist, oh, wie lange das wehtut. Und diese beiden Knochen versuchst du jetzt genauso aufeinander zuzubewegen. Und diese Position hältst du dann kurz und lässt danach wieder locker. Überleg mal, wo deine Sitzhöcker sind. Da sitzt du natürlich im besten Fall die ganze Zeit drauf, damit dein Becken auch eine gute Position hat. In dieser Position wieder Schambein und Steißbein aufeinander zubewegen und locker lassen. Ruhig mal Augen zumachen, dann fühlt man es noch besser. Steißbein und Schambein aufeinander zu und locker. Aufeinander zu. Und locker, genau. Dann gibt es noch einen dritten Anteil. Der schlängelt sich um deine Körperöffnung. Das heißt, einmal kann zum Urin aufhalten, einmal zum Stuhlgang aufhalten und in der Mitte die Scheidenöffnung, wo praktisch dein Kind rausgekommen ist. Das heißt, hier wollen wir jetzt anspannen. Du spannst mal richtig intensiv an, also wenn du ganz nötig auf Toilette musst, lässt aber hier die Hilfsmuskeln locker. Gleichzeitig hast du Durchfall und du willst hinten auch noch aufhalten. Aufhalten, aufhalten, aufhalten. Dazu kommt jetzt die Scheidenöffnung. Das heißt, du stellst dir vor, wie du mit deinem Partner schläfst und du willst den innen drin richtig einklemmen. Erstmal mögen die Männer das ganz gerne, wenn man das als Frau kann. Und zweitens ist es ein guter Punkt, wie du wirklich diesen Anteil vom Beckenboden gut anspannen kannst. Immer noch Innenbeinschenkel locker, Pobacken locker und auch den Beckenboden locker. Nochmal, Urin vorne richtig aufhalten, Stuhlgang richtig aufhalten, Beckenboden richtig fest bzw. Scheidenöffnung richtig unten festziehen. Stell dir wieder vor, wie du deinen Partner einklemmst. Und langsam lösen.
Das Ganze machen wir mal jetzt alle drei Anteile zusammen. Sitzbein, Höcker wieder suchen, wieder in die Mitte. Diese beiden aufeinander zu bewegen, dass du diese seitlich verlaufenden Anteile anspannst. Dann wollen wir die von vorne nach hinten verlaufen. Das heißt, du ziehst Schambein und Steißbein richtig doll zusammen. Das jetzt zusammen halten, vorne den Urin aufhalten, Innenbeinschenkel locker, hinten Stuhlgang locker, nicht Stuhlgang, Stuhlgang halten und Pobacken dabei locker und deinen Partner innen drin einklemmen. Das ist dann der komplette Beckenboden. Wenn du noch Anfänger bist dabei, kein Problem, wenn du das nicht so merkst. Das Wichtigste ist, dass dein Gehirn überhaupt diesen Beckenboden nach und nach immer mehr ansteuert. Und locker. Nochmal, rechts, links, vorne, hinten, alle drei Körperöffnungen schließen und locker. Beim nächsten Mal atmest du mal aus, während du anspannst. Versuch viel Luft einzuatmen, damit du Zeit hast. Und beim Lösen atmest du wieder ein. Also ganz tief einatmen. Mit der Ausatmung. Rechts, links, Sitzhöcker zusammen. Schambein, Steißbein von vorne und hinten in die Mitte. Vorne Urin aufhalten, hinten Stuhlgang aufhalten und in der Mitte den Partner. Und halten, 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 halten. Und wieder durch die Nase einatmen. Mit der Ausatmung. Rechts, links, vorne, hinten. Alle drei Körperöffnungen schließen. Urin, Stuhlgang, Partner einklemmen. Halten, halten, ausatmen, ausatmen, nachspannen. Tief durch die Nase einatmen. Ein letzten. Mit der Ausatmung. Rechts, links, vorne, hinten. Alle drei Körperöffnungen schließen. Urin, Stuhlgang, Partner. Nochmal ausatmen, nachspannen. Und wieder einatmen und lösen. Das ist überhaupt erstmal, wie du den Beckenboden überhaupt ansteuern kannst. Ich habe aber noch einige Tipps und Tricks für dich, wie du das Ganze noch verbessern kannst. Und hier nochmal den Tipp, weil ich nicht weiß, wie du jetzt auf dieses Video aufmerksam geworden bist. Der Beckenboden ist eine super Sache, aber er ist von einem sogenannten Vier-Teile-System nur ein Teil. Wenn die anderen drei Anteile bei dir nicht gut funktionieren, bedeutet das, dass du nie einen ganz guten Beckenboden haben wirst. Du trainierst ihn und sobald du ein bisschen aufhörst, kommt Druck von oben und versaut dir die ganze Spannung schon wieder. Das möchte ich natürlich viel besser erklären. Wenn du sagst, ich will das Ganze jetzt richtig super anpacken, ich habe einen Online-Kurs genau dafür erstellt, mein Komplettprogramm, mein Körper 2.0. Da wirst du genau wissen, wie du das Ganze machst. Ich habe auch noch weitere YouTube-Videos. Das bedeutet, dass du hier wirklich noch dir eine viel bessere sogenannte Grundspannung aufbauen kannst. Du wirst in den folgenden Videos jetzt noch mehr Informationen dazu bekommen, wie du den Beckenboden besser spüren kannst und wie du dafür sorgst, dass du ihn richtig gut ansteuerst vom Kopf, damit du auch diese Spannung dauerhaft halten kannst und nicht später an einer Inkontinenz leidest oder deine Organe absacken und der Beckenboden das Ganze einfach nicht mehr halten kann. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben, da freue ich mich drüber. Kommentier auch gerne, was noch für dich wichtig ist. Hier erscheinen noch unglaublich viele Videos zu dem Thema. Das heißt, ich empfehle dir zu 100%, dass du meinen Kanal abonnierst und daneben dann aber auch das kleine Glöckchen aktivierst. Dann sagt YouTube dir nämlich Bescheid, wenn wieder ein Video von mir rausgekommen ist. Außerdem finde ich es immer super, wenn wir einen guten Kontakt haben. Das heißt, du kannst mir bei Instagram und bei Facebook gerne folgen. Hier zeige ich sehr viele private Einblicke und wie ich trainiere. Einmal die Woche bin ich auch live hier bei YouTube, da kannst du mir alle Fragen stellen. Wie gesagt, es gibt meinen Online-Kurs, wenn du von zu Hause aus gerne trainieren möchtest, üben möchtest, einfache Dinge in den Alltag integrieren, die dich unglaublich weit bringen, dann ist das auf jeden Fall mein Geheimtipp an dich. Damit wirst du riesen Vorteile haben gegenüber den vielen Frauen, die an diesen ganzen Spätfolgen leiden. Solltest du das schon merken mit der Inkontinenz, pack es an, du wirst sehen, du kannst unglaublich viel rausholen. Ich bin mir sicher, wir sehen uns im nächsten Video wieder, zum Beispiel, wenn es wieder darum geht, wie spürst du deinen Beckenboden am besten und wie kannst du das Ganze am besten steuern. Ich freue mich, dass wir das Video hier zusammen durchgeführt haben. Wir sehen uns im nächsten. Tschüss, sagt Maike Drosten.